dass ich nicht nur in meiner Funktion heute, sondern damals auch schon als Student natürlich darauf achten muss, wie meine Körpersprache von meinem Gegenüber wahrgenommen wird. War mir vollkommen klar. Wie wichtig es auch ist, Fragen zu stellen, auf dass man später Beantwortung findet, dass sie später beantwortet werden vom Repetitor, vom persönlichen Coach, beim Lernen, in der Lerngruppe, wo auch immer. Vollkommen klar, man muss Fragen stellen, sie werden beantwortet. Wusste ich alles. Ja. Ich wusste auch, dass ich den Lernstoff für mich strukturieren muss, dass ich ihn auch priorisieren muss. Aber erst vor ein paar Monaten habe ich gelernt, was noch dahinter steckt. Und das möchte ich heute in diesem Videopodcast mit dir teilen. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Endlich Jura Videopodcasts, wo wir deine Art, über Jura zu denken, für immer verändern. Bist du bereit? Dann ab an die Arbeit. Es gibt viel zu tun. Hi und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Endlich Jura Videopodcasts. Super cool, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor wir mit dem Thema von heute starten, es geht ja schließlich um Didaktik für Juristen, muss ich mich selber noch ein bisschen didaktisch austoben. Das mache ich am allerliebsten im Rahmen eines kostenlosen Workshops. Es ist wieder soweit. Der Jura-Blaupause-Workshop geht erneut an den Start. Letztmalig stattgefunden im Juli 2020, da das allererste Mal. Und jetzt will ich ein halbes Jahr später die Chance geben, dass du ihn dir, falls du ihn beim letzten Mal verpasst haben solltest, endlich mal ansehen kannst oder vielleicht auch erneut einschalten, nochmal die Notizen von damals hervorkramen, nochmal abgleichen, gucken, hast du das, was ich damals versucht habe, dir zu vermitteln, eigentlich auch gemacht. Die Jura-Blaupause ist ein dreiteiliges Online-Training von mir, das ich vom 19. bis einschließlich 24. Januar streame. Du kannst dich gratis dazu anmelden. Es geht unter anderem darum, wie du deine Lernzeit effektiver und effizienter nutzen kannst, welche Tools in Klausuren du in Zukunft zur Hand hast, um sie wirklich erfolgreich zu lösen. Und wenn du gerade nicht so richtig weißt, wie du weiterkommen kannst im Jurastudium, wenn du so ein bisschen das Gefühl hast, zu stagnieren, dann kann ich dir im Rahmen dieses Workshops zeigen, was der nächste Schritt für dich ist. Und das alles in einem kostenlosen Workshop in drei Teilen. Am 19. Januar geht's los. Den Link zur Gratisanmeldung findest du sowohl in der Videobeschreibung als auch im Kommentarfeld verlinkt. Würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist. Wo das aus dem Weg ist, sprechen wir über das Thema von heute. Ich habe vor wenigen Monaten dieses schöne Buch hier gelesen. Dieses Buch dreht sich vor allem, oder vielmehr sollte ich sagen, richtet sich vor allem an Leute wie mich, ja? Also an Repetitoren, an Uniprofessoren, an Dozenten, an Coaches, wer auch immer mit Studenten in Kontakt kommt. Und es geht vor allem darum, wie man besser Wissen vermitteln kann, wie man das Wissen am besten präsentiert und wie man das vor allem rhetorisch richtig rüberbringt. Und ich mache diesen Videopodcast heute nicht, um dir zu erzählen, was ich daraus gelernt habe, sondern um dir vor allem zu vermitteln, was du davon hast. Ja, weil natürlich ist das cool für dich, wenn ich dir den Lernstoff schön strukturiere und priorisiere und dir sage, was wichtig ist, wenn ich dir sage, wie du am allerbesten, naja, auf deine Gestik und Körpersprache und deine Stimmführung achten kannst und wie ich natürlich vor allem davon profitiere, indem ich dich an diesen Kanal versuche zu binden, indem ich selber natürlich auch versuche, so aufzutreten und darauf zu achten. Aber da hast du nur bedingt was von. Ich möchte dir einfach heute so ein bisschen die Sachen rausgreifen beziehungsweise das Ganze weiterführen, was ich im Intro schon angesprochen habe und dir vor allem die Sachen mit auf den Weg geben, die dir selbst auch wirklich nützen. Und darüber sprechen wir jetzt. Die erste Erkenntnis, die ich aus der Lektüre dieses Buchs, was ich gerade in die Kamera gehalten habe, gewonnen habe, Didaktik für Juristen von Jan Eichelberg, was ich tatsächlich gerade aus den Gründen, die ich heute aufgreifen möchte, nicht nur denjenigen, die Jura lehren, sondern auch denjenigen, die Jura lernen, wirklich empfehlen kann. Ich will heute drei Erkenntnisse, die ich für mich gewonnen habe, einmal herausgreifen und sie vorstellen und vor allem natürlich dir auch, wie eben angesprochen, zeigen, was du davon hast. Aber ich kann jedem, ja, Jura-Studierenden auch empfehlen, das Buch einfach mal in die Hand zu nehmen. Ich weiß nicht, ob es das in jeder BIP mittlerweile gibt. Ich weiß nicht, wann du das Video guckst und ob die BIP aktuell auf hat. Alles Fragen, die ich natürlich jetzt nicht vorab klären kann. Aber solltest du die Gelegenheit haben oder einfach vielleicht auch mal ins Buch nur bei dem Online-Händler deines Vertrauens mal reingucken zu wollen, dann mach das auf jeden Fall, sind sehr, sehr viele nützliche Tipps dabei, eben nicht nur für diejenigen, die lehren, sondern auch diejenigen, die Jura lernen. So, wo das aus dem Weg ist und wo du so ein bisschen weißt, worum es bei dem Buch geht. Das erste, was ich rausgreifen möchte, weil ich das wirklich mindblowing fand, war ein Konzept, das ist grundsätzlich wohl schon so, schreibt Jan Eichelberg es in dem Buch, ja, es schon seit den 70er Jahren gibt. Da hat Herr Meradian hieß er, glaube ich, Albert Meradian, der Gute, hat eine Regel aufgestellt, die dann später bekannt geworden ist unter dem Namen 55-38-55.
7-Regel. So, und dieser Name sagt dir natürlich erstmal nicht besonders viel, aber das Spannende daran ist, dass das einzelne Prozente sind. Wenn du besonders schlau bist in Mathe, wirst du herausgefunden haben, die drei ergeben zusammen 100%. Und es geht vor allem darum, wie überzeugend ein Vortrag von deinem Gegenüber wahrgenommen wird und welche einzelnen Aspekte, die drei, die hier genannt sind, 55, 38, 7, in welchen prozentualen Anteilen, die quasi dafür ausschlaggebend sind, ob du den anderen Teil überzeugen kannst. Und das Spannende an dieser Regel, und deswegen teile ich es heute mit dir, ist, dass nur 7% nach Meradian wirklich von dem Inhalt des Vortrags abhängig sind. Also nur zu 7% kann man quasi das Gegenüber letztlich überzeugen von dem, was man sagt, wenn es inhaltlich an sich stimmig ist. Man kann also auch einen relativ schwachen Inhalt sehr, sehr stark, sehr, sehr gut kaschieren, indem man die 55 und 38%, die noch übrig bleiben zu den 100, ja, richtig ausschöpft. Und die 55% sind vor allem oder gehen vor allem von der Körpersprache aus. Da habe ich mich natürlich, als ich es gelesen habe, zuerst einmal gefragt, okay, wie kann ich das für meine Zwecke nutzen? Klar, wie wichtig ist es, wie ich natürlich auch in solchen Videos wie hier auftrete, wie du das wahrnimmst, ob du dich letztlich von meinen Inhalten, die hoffentlich auch gut sind und nicht nur zu 7% gut, auch überzeugen lässt. Aber es geht natürlich zu großen Teilen auch darum, ob du mich als sympathisch empfindest. Dann hörst du mir nämlich zu. So, das ist ja kein Geheimnis, das kann man hier einfach mal so raushauen. So, 55% sind also die Körpersprache, 38% die Stimme. Also inwiefern ich die Stimme vielleicht auch erträglich oder als nervig empfinde, ob ich der Stimme gut folgen kann, ob alles klar und deutlich artikuliert ist und so weiter und so fort. Das Spannende ist doch, und das kannst du für dich nutzen, wie kannst du vielleicht diese Erkenntnis auch gebrauchen, wenn du in der mündlichen Prüfung bist oder zum Beispiel deine Seminararbeit verteidigen musst, ja? Wie kannst du es selbst schaffen, natürlich neben deinem äußerst soliden Inhalt, der aber offensichtlich nach Meradian gar nicht mal so stark sein muss, trotzdem dich gut zu verkaufen? Und wenn du das einfach mal übersetzt auf die Situation oder übersetzt in die Situation, die du in der mündlichen Prüfung vorfindest, wie wichtig kann es dann sein, dass man seinen Inhalt überhaupt erstmal vollständig macht, indem man diese ganzen sprachlosen Botschaften mittransportiert. Ja? Also der Inhalt macht natürlich nichts weniger Gewichtiges aus als sonst auch immer. Man muss immer mit Inhalten punkten, überhaupt keine Frage. Deswegen wird auch in der Juristerei darüber gestritten, ob man das so 1:1 auf solche Vortragssituationen oder auch auf Lehrveranstaltungen übertragen kann. Aber es zeigt auf jeden Fall, wie wichtig Körpersprache und Stimmführung sind. Deswegen ist es natürlich auch enorm wichtig, dass in der mündlichen Prüfung und auch in der Vorbereitung auf der mündlichen Prüfung oder wie eben angesprochen, auch bei einer Verteidigung einer Seminararbeit darauf achtest, dass du durch deine Körpersprache, deine Gestik und deine Stimmführung und vielleicht auch durch die Art, wie du in der Lautstärke variierst, während du was sagst und besonders betonst, dass du dadurch natürlich auch so ein bisschen die Kommission bzw. deinen Prüfer für dich gewinnen kannst. Ja, ganz, ganz wichtig, das im Vorhinein zu üben. Man denkt immer, okay, es kommt darauf an, dass ich da all das Wissen, was ich in den Schriftlichen abgeladen habe oder alles Wissen, was ich in meine Seminararbeit gepumpt habe, dass ich das da einfach nochmal abladen kann. Darum geht es aber nicht allein. Es geht vor allem auch darum, das Ganze so zu transportieren, dass der andere, der gegenüber einem sehr gut folgen kann, dass er versteht und überzeugt wird von den Inhalten, die eben nach Meradian nur 7% ausmachen. Ganz, ganz wichtig, darauf zu achten. Ich meine, das Simpelste, was du ja machen kannst, ist, im Vorhinein, vor allem bei einer mündlichen Prüfung, aber auch bei der Verteidigung einer Seminararbeit, darauf zu achten, dass du frühzeitig schon Blickkontakt herstellst und den auch aufrecht erhältst mit der Kommission oder deinem Prüfer. Das ist was man sehr, sehr schön dadurch allein trainieren kann, dass man sich nicht den ganzen Notizzettel oder seine Präsentation mit Infos vollkloppt. Ja, das habe ich auch unter anderem aus dem Buch Didaktik für Juristen gelernt und davon erstmalig auch richtig profitieren können, als ich meinen letzten Online-Kurs 100% vertretbar gemacht habe. Die Folien sind, das wird dem einen oder anderen aufgefallen sein, nicht mehr so voll wie damals. Ganz, ganz wichtig. Und das solltest du auch für deine Zwecke nutzen. Ne? Wenn du also in der Prüfung da sitzt, deinen Vortrag vorbereitet hast oder eben da stehst und dann vorne irgendwie an der Tafel vielleicht deine Skizze anwirfst oder was weiß ich. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du das Ganze nicht mit Infos vollpumpst, sondern vor allem dir selbst die Chance gibt, dadurch, dass du eben nicht so viele Infos zur Hand hast, auch frei zu sprechen. Dass du den Blickkontakt suchst. Such dir jemanden aus der Kommission aus, der dir wohlgesonnen scheint oder so. Das beschreibt Jan Eichelberg hier sehr, sehr schön in dem Buch. Ja? Such dir jemanden aus, wo du das Gefühl hast, okay, mit dem kann ich mich gut unterhalten. Ja, und dem möchte ich jetzt was erzählen. Wenn da irgendjemand missmutig oder uninteressiert guckt, guck ihn einfach nicht an. Such dir jemanden raus und dann versuch wirklich möglichst frei zu sprechen. Das ist die erste Erkenntnis. Die zweite Erkenntnis, die ich heute mit dir teilen möchte, beschäftigt sich mit der Bedeutung von Fragen im Jurastudium, natürlich auch mit der Bedeutung von Fragen in allen anderen Wirkungsbereichen deines Lebens. Fragen sind wichtig. Fragen sind wichtig, auf dass man eine Antwort auf sie findet. Aber natürlich stellst du dir beim Lernen Fragen, aber wie nutzt du dieses Konzept Fragen eigentlich für dich, um wirklich auch deinen Lernprozess voranzubringen?
Die Idee von Herrn Eichelberg in dem Buch ist unter anderem, dass Lehrende durch das Formulieren von offenen Fragen gegenüber geschlossenen Fragen viel eher bei den Zuhörern, bei den Kandidaten, bei den Studierenden, den Wissensabruf so ein bisschen beiseite schieben können und dann eher einen Denkanstoß geben. Die Idee ist, wenn ich eine Frage offener formuliere und nicht zu stark präzisiere oder spezifiziere, dann kann ich bei dem anderen eher einen Denkprozess anstoßen, als dass er einfach dazu geneigt ist, all das aus seinem Langzeitgedächtnis hervorzuholen, was er sich irgendwann zu einer ähnlichen Information, zu einer ähnlichen Frage einmal abgespeichert hat. Darum geht's ja nicht. Wir wollen ja die Studierenden, und so willst du dich ja auch beim Lernen, willst dich ja dazu auffordern, selbst Denkprozesse anzustoßen. Es geht ja nicht einfach darum, auswendig gar das Wissen abzurufen. Weder in Situationen der Klausur, noch in den Situationen, die wir eben geschildert haben, im Vortrag oder auch in der Verteidigung einer Seminararbeit. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wirklich das Wissen, was du hast, das konzeptuelle Wissen, auf den jeweiligen Fall übertragen wird, der geschildert wird, die jeweilige Frage, und dass du das Ganze dann für dich in dem Moment zusammenfügst. Es geht nicht darum, einfach nur eine präzise Frage gestellt zu bekommen, um dann auf das Wissen zurückgreifen zu können. Habe ich diese Woche erst noch mit einem Coaching-Kandidaten darüber gesprochen, als es darum ging, Michael hat er gesagt, ich konnte in den Klausuren überhaupt nicht auf mein Wissen zugreifen, weil mir wurden ja nicht die Fragen von meiner Karteikarte gestellt. Ja, das war das Problem hierbei. Hatte einfach nicht die Möglichkeit, in der Klausur die Verknüpfung herzustellen aus, hier brauche ich das Wissen, was auf meiner Karteikarte X steht. Nein, er hat einfach gedacht, okay, da nicht explizit danach gefragt wurde, komme ich auch nicht wirklich an das Wissen ran. Ja, das ist der sogenannte Abrufhinweis. Ein Abrufhinweis darf also auch mal offener sein. Das ist etwas, was mir nicht immer 100% klar war, deswegen teile ich es auch heute mit dir. Es gibt natürlich sehr spezifische Fragen, die man stellen kann, aber man sollte sich auch mal klar machen, dass die Natur einer jeden Frage es ja ist, dass etwas Allgemeines gefragt wird, um Spezielleres oder Konkreteres zu erfahren. Deswegen ist die Natur einer Frage erstmal immer etwas offener als geschlossener. Ganz, ganz wichtig. Du kannst das Gleiche aber auch für dich nutzen, wenn du zum Beispiel gerade im Repetitorium oder in der Uni bist. Ja, so eine Vorlesung, irgendeine Lehrveranstaltung irgendeiner Art besuchst. Du kannst dir im Vorhinein Fragen, die dir beim Durchgehen des Lernstoffs kommen, formulieren. Und du kannst versuchen, aktiv mit dem Vortrag des Lehrenden dann in der Vorlesung, in dem Rap, je nachdem, in welcher Veranstaltung das auch immer sein mag, in der Lern-AG vielleicht, kannst du versuchen, diese vorher formulierten Fragen zu beantworten. Du kannst versuchen, von vornherein die Fragen, die du formuliert hast, in der Lehrveranstaltung selbst zu beantworten. Du kannst vielleicht auch merken, jetzt kriege ich gar nicht die Antworten auf die Fragen, die ich mir im Vorhinein gestellt habe, und kann gezielt die Fragen nochmal in der Lehrveranstaltung ansprechen. Das zwingt dich nicht nur dazu, ja, dass du natürlich aktiv mitarbeitest, sondern auch, dass du Antworten auf die vorher formulierten Fragen findest. Häufig geben wir uns auch gar nicht genug Zeit, Fragen zu beantworten. Und Jan Eichelberg schlägt in seinem Buch Didaktik für Juristen vor allem vor, dass wir der sogenannten Geduldsfalle entkommen. Ja? Du kennst das wahrscheinlich von dir, wenn du selbst eine Antwort nicht gleich parat hast, beziehungsweise wenn du jemandem eine Antwort stellst und er hat, oder Entschuldigung, eine Frage stellst und er hat die Antwort nicht parat, dass es wie eine Ewigkeit sich anfühlt, bis dann endlich mal was kommt. Und Jan Eichelberg schlägt vor, einfach sich selbst und natürlich auch anderen, übersetzt das Ganze vielleicht in die Lern-AG, mit der du unterwegs bist, oder mit deiner Lerngruppe oder mit der AG in der Uni, je nachdem, ob die gerade per Zoom oder wann auch immer du das Video guckst, hoffentlich wieder in Person stattfindet. Wenn eine Frage formuliert wird, entweder an dich selber, ne, typisches Beispiel, hatten wir eben drüber gesprochen, Karteikarten, oder du stellst in der Lerngruppe jemand anderem eine Frage oder er stellt dir eine Frage, besinnt euch darauf, nicht dieser Geduldsfalle zu unterfallen, ja, also diese Geduldsfalle nicht negativ für euch zu nutzen. Denn die Idee ist, dass man wirklich 10 Sekunden sich Zeit gibt, was sich erstmal wieder wie eine Ewigkeit anfühlt, ist aber total wichtig, dass so lange auch dem Gehirn Zeit gegeben wird, die Antwort gedanklich vorzuformulieren, bis man sie dann wirklich auch raushaut. Ja. Ganz, ganz wichtig, das zu machen. Hier schlägt Jan Eichelberg unter anderem auch vor, vielleicht, wenn Fragen nicht direkt beantwortet werden können, auch nicht nach den genannten 10 Sekunden, dass man die Frage vielleicht einfach auch mal umformuliert, vielleicht auch ein bisschen präzisiert, vielleicht auch etwas offener hält. Je nachdem, das kannst du auch für dich nutzen, wenn du zum Beispiel bei einer Karteikarte, die du vor dir liegen hast, irgendwie die Antwort nicht weißt, überlegst, okay, wie könnte man die Frage anders formulieren? Wie könnte vor allem die Frage mich auch in der Klausursituation entsprechend erwarten? Und was würde ich dann für Wissen freisetzen wollen? Das ist die zweite Erkenntnis. Die dritte Erkenntnis, die ich heute gerne mit dir teilen würde, ist die, die sich um das Thema dreht, Lernstoff strukturieren und Lernstoff priorisieren. Im Buch wird ein Konzept angestoßen, das ich jetzt so ein bisschen von dem Buch loslösen würde, weil ich es woanders hier kenne. Im Buch findet es aber mit sehr anschaulichen Beispielen auch nochmal Verwendung.
Und das ist die sogenannte Rule of Three von J.D. Meyer. J.D. Meyer hat erkannt, dass unser Gehirn, instinktiv organisiert in Triplizität. Das heißt, wenn du so willst, in Dreien. Ja? Unser Gehirn setzt immer drei Teile zu einer Informationseinheit zusammen. Ne? Simpelste Beispiele sind morgens, mittags, abends. Ja? Oder aus neuerer Zeit männlich, weiblich, divers. Oder Vater, Mutter, Kind. Ja? Oder auch aus dem juristischen Argumentieren heraus, pro, kontra, vermittelnd. Ja? Du wirst das, wenn du mal danach suchst, 100-mal noch wiederfinden. Das Gehirn ist es einfach gewohnt, in Dreien zu denken, in Triplizitäten. Das kannst du beim Lernen für dich nutzen, indem du einfach versuchst, einzelne Sinnabschnitte in Informationen zu bündeln. Frag dich einfach mal, wie kann ich vielleicht aus dieser Fülle an Lernstoff, weniger ist mehr, ein großes Thema, was wir auf dem Kanal immer wieder angesprochen haben und was auch in dem Buch ein Thema ist, was sich aber vor allem an die Lehrenden richtet, ja, dass man eben nur drei Aspekte eigentlich auch für eine halbe Stunde aufbereitet für die Studierenden. Das kannst du auch für dich nutzen. Versuch doch einfach mal, einzelne Informationen, die du dir einfach so ja einzeln drauf schaffen würdest, zu bündeln und zu Einheiten von Triplizitäten quasi, sage ich jetzt mal, als wahrscheinlich falscher Plural, zusammenzufassen. Wie kannst du es schaffen, dass einzelne Informationen in einem größeren Zusammenhang, nämlich in einem Dreierzusammenhang, sage ich jetzt einfach mal, zusammengefasst werden können? Wie schaffst du das? Und du kannst dir vor allem natürlich auch viel, viel besser einprägen. Das ist ja das Tolle daran. Was auch im Buch aufgegriffen wird und was ich fast schon wieder vergessen hatte, weil es bei mir ein bisschen her ist, seit ich ihn gelesen habe, den guten Haft, Einführung ins juristische Lernen, ist, dass Jura, zumindest nachdem wie Haft es beschreibt, eine Strukturwissenschaft ist. Ja, es geht nicht nur um Geisteswissenschaft oder wie man früher vielleicht auch mal dachte, Naturwissenschaft im engeren Sinne. Nein, es ist eine Strukturwissenschaft. Man kann alles vom Abstrakten ins Konkrete sich aneignen. Ja? Jeder Wissensstoff, jede Information lässt sich in ein größeres Bild, in eine größere Struktur, in einzelne Systemelemente unterteilen. Und das kann man sich beim Lernen vor allem auch zunutze machen. Und Eichelberg schlägt vor allem drei Möglichkeiten vor, wie das Ganze funktionieren kann. Man kann immer vom Einfachen zum Komplexen gehen. Man geht vom Einfachen zum Komplexen. Man fängt also, wie ich das auch schon so oft noch kürzlich im Online-Kurs 100% vertretbar versucht habe zu vermitteln, man fängt bei den tatsächlich einfachen Fällen an und ackert sich dann durch zu den komplizierteren Fällen. Man geht immer, und das ist auch eine Frage der Struktur, der man folgt, man geht immer vom Überblick zu den Einzelelementen. Du kannst dir das so vorstellen. Ganz oben hast du einen Banner, der sich vielleicht Recht nennt. Und dann wird das Recht unterteilt in verschiedene Systemelemente, die jeweils eine Strukturebene darunter stehen. Und wenn du das Ganze nicht ganz so abstrakt halten möchtest, ja, dann kannst du auch anfangen, keine Ahnung, ich habe hier oben einen Vertrag. So, und dann kannst du überlegen, okay, wie kommen Verträge zustande? 1, 2, 3, womöglicherweise mit der Rule of Three arbeitend von J.D. Meyer. Wie kommen Verträge zustande? So, nachdem ich dann jetzt einen Vertragstyp mal rausgegriffen habe oder eine Art und Weise, wie ein Vertrag zustande kommt, kann ich den wieder in einzelne Systemelemente runterbrechen. Ich fange aber immer dabei an, mir zunächst den Überblick zu verschaffen. Ich habe also erst einmal den Vertrag und ich weiß, was in der Ebene ganz oben steht, ist das Allerwichtigste. Und danach kann ich gucken, dass ich mir die jeweiligen Einzelwissenselemente nach und nach aneigne. Und darauf aufbauen und auch völlig normal, so geht man regelmäßig auch vor, aber manchmal vergisst man das eben auch einen Augenblick, ist, dass man bei der Regel anfängt und dann zur Ausnahme übergeht. Deswegen lege ich immer so viel Wert darauf, dass die Leute allgemeine Rechtsgedanken im Gesetz erkennen lernen, allgemeine Rechtsgrundsätze kennenlernen und dann eben auch die Ausnahmen davon kennenlernen. Die Idee ist ja, wenn ich in der Klausur sitze, kann ich immer erstmal bei der Grundlage anfangen, bei der Regel, wie zum Beispiel 446 Satz 1 BGB. Bevor ich 446 Satz 1 komplett durchdrungen habe und genau weiß, was die Norm regelt, brauche ich mir einen 447 Absatz 1 BGB, den Versendungskorb, überhaupt nicht anzusehen. Dann mache ich nämlich Fehler, dann erkenne ich nämlich nicht, welche Art von Gefahr eigentlich die ist, die im 447.1 angesprochen wird. Da steht die Gefahr. Das nimmt Rückbezug auf das, was im 446 als die Gefahr der zufälligen Verschlechterung, des zufälligen Untergangs beschrieben wird. Wenn ich das nicht vorher gemacht habe, wenn ich nicht quasi erst das Einfache, den einfachen Fall erkannt habe und dann zu dem Ausnahmefall gehe, ja, beziehungsweise zu dem komplexeren Fall, dann verstehe ich es nie. Deswegen ist es so wichtig, immer vorne anzufangen. Um einmal kurz zusammenzufassen, was wir heute besprochen haben. Wir haben uns zuerst einmal die 55-38-7 Regel nach Meradian angeschaut. Ich hoffe, ich betone den guten Mann, sollte er noch leben, immer richtig. Die Idee ist, dass nur 7% des jeweiligen Vortrags
und der jeweiligen Überzeugungskraft dieses Vortrags vom Inhalt des Vortrags ausgehen. Und dass 55% im Endeffekt von der Körpersprache bestimmt werden, wie überzeugend ich auf mein Gegenüber wirke, und 38% von meiner Stimmführung, also ob ich besonders betone, ob ich auch mal in der Lautstärke variiere, wie meine Stimme insgesamt wahrgenommen wird. Ganz, ganz wichtig, kannst du für die mündliche Prüfung nutzen, für deinen Vortrag, in deiner Lern-AG unter anderem auch. Wir haben viele Lern-AGs, in denen man immer wieder jemanden rauspickt, der dann für die nächste Woche etwas vorbereitet, und da kannst du das natürlich nutzen, da kannst du gerade lernen, das, was man später auch in der mündlichen Prüfung sowohl im Vortrag als auch im Prüfungsgespräch von dir verlangt. Du kannst es bei der Verteidigung deiner Seminararbeit nutzen. Versuch dich darauf vorzubereiten. Körpersprache, Gestik, Stimmführung sind große Eckpfeiler, um in einer mündlichen Situation überzeugen zu können. Dann haben wir darüber gesprochen, wie wichtig eigentlich Fragen sind. Und nicht einfach nur, dass man sich natürlich Fragen stellt, das muss man immer, sondern vor allem auch, wie man dieses Konzept Fragen richtig nutzen kann im Jurastudium. Ja? Dass man unter anderem sich auch mal offene Fragen stellt, um wirklich sich nicht dazu nur anzuhalten, das Wissen abzurufen, was man irgendwann sich mal hier oben gespeichert oder speichern wollte, sondern vor allem auch, um einen Denkanschluss zu geben, eigene Denkprozesse anzustoßen, dass man vielleicht auch darin mal das Gefühl kommt, selbst zu argumentieren. Ja? Du kannst dir Fragen stellen, bevor du letztendlich in die Vorlesung oder ins Repetitorium gehst, in die jeweilige Veranstaltung oder deine AG besuchst in der Uni oder auch per Zoom irgendwo dich live schaltest. Ganz egal. Du kannst dir immer Fragen im Vorhinein formulieren und dann gucken, ob du mit Hilfe der Lehrveranstaltung diese Fragen beantworten kannst oder ob du vielleicht auch Fragen hast, die in der Lernveranstaltung dann immer wieder aufkommen können, wo du sagen kannst, okay, das konnte ich jetzt gerade hier anhand ihres Vortrags nicht nachempfinden, können Sie mir diese Frage auch beantworten. Dafür sind solche Veranstaltungen ja gerade auch gedacht. Und dann haben wir gesehen, wie wichtig es ist, dass man sich den Lernstoff strukturiert und priorisiert. Ja? Und das kann man insbesondere dadurch machen, dass man diese sogenannte Rule of Three nach J.D. Meyer nutzt. Das ist eine Möglichkeit, wie man wirklich einzelne Sinnabschnitte in den Informationen bündeln kann, um einzelne Informationseinheiten letztendlich zu bilden. Man packt sich mehrere Informationen zusammen und guckt, kriegt man eine Triplizität zusammen. Kann man hier vielleicht diese drei einzelnen Informationen in eine Informationseinheit zusammenbündeln, indem man ein Dreierding draus macht. Weil wir gesehen haben, das Gehirn kann sehr, sehr gut in Dreien denken, kann sich sehr, sehr gut, naja, drei Informationen auf einmal vorstellen. Viel mehr nämlich übrigens auch nicht. Dazu gibt es auch nochmal zahlreiche Studien. Deswegen ist es so wichtig, dass man den Lernstoff für sich einmal aufbereitet. Und das kann man am besten machen, indem man sich Strukturen erstellt. Ja? Das können Tabellen sein, das können Baumstrukturen sein. Ich habe auf dem Kanal in der Vergangenheit auch schon mal darüber gesprochen, wie das Ganze funktioniert. Man geht vom Abstrakten dann zum Konkreten runter. Wir haben gesehen, das ist auch ganz wichtig, um den Lernstoff gut verstehen zu können. Man geht vom Einfachen zum Komplexen. Man geht vom Überblick zu den einzelnen Elementen und man geht von der Regel zur Ausnahme. Und bevor du diesen Videopodcast verlässt, würde ich gerne noch eine Frage an dich stellen. Und statt einer offenen Frage möchte ich dir eigentlich sehr gerne eine geschlossene Frage stellen. Notierst du dir selbst auch, bevor du eine Veranstaltung besuchst, sei es in Person oder sei es eben per Zoom, notierst du dir selbst auch Fragen dafür? Und falls nein, warum machst du das nicht? Würde ich sehr gern von dir erfahren. Schreib es doch bitte in die Kommentare, dann können wir uns gerne darüber austauschen und vielleicht auch ja, diesen einschränkenden Glaubenssatz bei dir beseitigen, warum vielleicht deine Fragen doof sein könnten oder warum es überhaupt nichts bringt, Fragen in der Veranstaltung zu stellen oder warum man sich im Vorhinein keine Fragen stellen sollte. Das bringt einem doch alles der Dozent im besten Fall bei. Das sind alles Sachen, über die ich gerne mit dir austauschen würde. Wenn du magst, schreib also gerne ins Kommentarfeld, notierst du dir selbst auch Fragen im Vorhinein, bevor du deine Veranstaltung besuchst. Dann habe ich am Anfang ja schon angesprochen, der Jura-Blaupause-Workshop findet zum zweiten Mal statt. Am 19. Januar geht's los. Ich habe dir im Kommentarfeld und auch nochmal in der Videobeschreibung den Link zur Anmeldung verlinkt. Einfach draufgehen, E-Mail-Adresse eintragen und sobald der erste Teil am 19. Januar verfügbar ist, kriegst du dann automatisch morgens eine E-Mail generiert und kriegst den Link und kannst dich dann gerne auch unter den Videos mit mir und den anderen austauschen. Der Workshop hat im Juli wirklich sehr, sehr viele Abnehmer gefunden. Ich glaube, wir waren am Ende 700 oder 800 Leute, die live dabei waren teilweise. Es wäre sehr cool, wenn wir das dieses Mal wieder hinbekommen. Würde mich sehr freuen. Da gibt es jetzt nicht einfach nur irgendeinen Fluff, sondern gibt es wirklich richtig gute Infos, die du sonst nirgendwo bekommst. Deswegen nutzt die Chance, wenn du wirklich wissen willst, wie du so ein bisschen wegkommst vom uneffektiven Lernen und deine Zeit besser nutzen willst, wenn du vor allem wissen möchtest, okay, wie kann ich in Klausuren wirklich ein System erarbeiten, was ich in jeder Klausursituation auch reproduzieren kann, wenn du vor allem wissen willst, okay, was ist für mich der nächste Schritt, wie kann ich jetzt quasi in der Stufenleiter im sogenannten Jura-Fahrplan bei uns, wie kann ich jetzt von der einen Station wirklich weiterfahren? Ich bin vielleicht bei Station 3, ich möchte aber zu Station 4 oder 5. Welche Schritte muss ich unternehmen, damit ich weiterfahren darf quasi? Ja, das ist so die kleine Metapher von uns. Würde mich sehr freuen, wenn du die drei Videos anschaust, melde dich also gratis an
Und dann freue ich mich, wenn wir uns dann unter dem Video austauschen können. Mach's gut, bis dahin, ciao.